Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit der Kammer zusammen, die wir heute erkunden werden. Ich habe entschlossen, halt die Folge gestern zu beenden, weil ich weiß, dass wir noch einiges vorhaben in dem DLC. Hoffe ich doch. Wir können die vierte Runde machen. Ich habe eigentlich gedacht, da ist noch ein bisschen was. Egal. Tatsächlich, die Redefreiheit. Stimmt. Halt, die ist doch hier. Ich bin verwirrt. Egal. Wir werden jetzt erstmal die Kammer untersuchen. Oder hoffen, dass wir sie untersuchen können. Bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt richtig laufe. Offensichtlich nicht. Ach, ich bin Hacker, Alter. Ich komme einfach von hinten. Hä? Ich verstehe nicht so ganz. Soll ich jetzt hier hoch? Ich will es aber versuchen, hier hochzukommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Jetzt auf jeden Fall hier schon mal oben. Aha! Truhen über Truhen! Yeah! Gut, da war eine Bombe drin. Erstmal machen wir alles auf, ne? Das sind die Spezialdrohnen, ja? Gut, die öffnen wir gleich. Geld. Munition. Erhöht alle Schäden von... okay. Verbessert Nahkampfschaden. Kämpfe um dein Leben 90%. Neue Stufe Gesundheit. Ja, nee. Maximal SMG-Muni. Maximal Pistolen-Muni. Sniper-Rifle-Muni. Ach du Scheiße. Dafür muss ich mein Leben opfern, ne? Fluch des plötzlichen Todes. Fluch des plötzlichen Todes gefällt mir nicht, aber egal. Nope, nope, nope. Oh, ich bin voll. Die weißen Waffen wär's mal weg, ne? Die sind ja billig. Okay, davon haben wir eine. Die grünen Waffen weg. Tschüss. Mhm, das gefällt mir. Hier haben wir Munition, Munition. Gut, gehen wir an die krassen Truhen ran. Scheiße. Scheiße. Scheiße, okay. Ist das besser als das, was ich habe? Nein. Immer noch nicht. 20.000 ist natürlich nett, aber nein. Juhu! Kämpfe um dein Leben. Ja, nee, das ist kacke. Ich bin schon wieder voll. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hohe Chance auf Elementareffekt. Verbraucht 3 Schuss pro Munition und 50 Nahkampfschaden verursacht extra Elementarschaden. Also das könnte man ausprobieren. Im Gegensatz zu der hier halt, ne? Dafür muss ich aber erstmal wieder Waffen wegwerfen. Hier, Schild, 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 Schild. Billiger Schild. Schildkapazität, Schildladegeschwindigkeit, nein. Mehr Pep. Team maximale Gesundheit, nein. Nein. SMG-Muni, Sniper-Rifle, maximal Granaten. Raketenwerferschaden, ist natürlich nice, aber... naja. Muss ja auch nicht sein, ne? Weil wir benutzen keinen Raketenwerfer.
Alter, geh die mir auf den Sack. Scheiß Typ mit ihrer Scheißwerbung auf meinem Kanal, ey. Sorry. Aber es geht mir halt wirklich auf den Sack. Kommen immer irgendwelche Spasten, die sich denken, ach komm, da mach ich mal ein bisschen Werbung drauf. Feuerstoß während des Zooms. Zwei Kugeln ist zu Feuerstoß. Ja, so viel zum Thema Schatz. Der war kacke. Aber naja, kann man nichts machen, ne? Ja, weißt du was, ich lass dich liegen. Bullshit. Naja. Die Map sagt, wir müssen zurück. Na gut. Schade. Ich meine, wir haben ein paar gute Sachen gefunden, aber nichts, was wir jetzt wirklich einsetzen möchten, glaube ich. Also kaum etwas. Klar, die Pistole hier möchte ich gerne testen. Hä, ja, das ist doch unsere normale. Das ist doch haargenau dieselbe wie die hier. Nur, dass die besser ist. Und viel Munition verbraucht, klar. Allgemein ist das dieselbe. Hey, hier ist ein Feuerstoß während des Zooms, ganz ehrlich. Wer braucht den Scheiß? Das war die andere, ne? Schießt aber verdammt langsam. Das nützt mir nichts. Na gut. Behalten wir halt nichts davon. Wir verkaufen ja mal alles, was wir im Inventar haben. Ich weiß, ich habe da noch zwei Waffen gehabt, die ich aufsparen wollte. Aber mittlerweile haben wir sowieso bessere. Ja, das war der Schatz. Das hast du nicht gesehen. Ich bin erstaunt, dass das so scheiße war. Aber naja. Dann hauen wir ab. Werden jetzt nochmal die Arena machen, die wir schon kennen. Um dann morgen oder übermorgen einfach mal ins nächste DLC zu gehen. Und zu hoffen, dass das nämlich wieder geil wird. Ich fand das DLC geil. Hat Spaß gemacht. Gut, dass wir sie nicht töten konnten, war klar, weil sie irgendwo freundlich war. Das ist nicht dein Herz hier, ne? Also von daher. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Und zurück nach Oasis. Wo zur Hölle bin ich? Halt! Redefreiheit. Töte den DJ! Sie liebt den DJ. Oder vielleicht machen wir doch das nächste DLC morgen. Wenn uns der DJ jetzt noch auf Trab hält. 12 Minuten. Aber das glaube ich nicht. Wir können auf jeden Fall erstmal die Quest abgeben. Gucken, ob wir irgendwas noch da bekommen. Vielleicht eine neue Quest oder so. Wäre auch cool. Und dann schauen wir mal. Du hast Scarlet besiegt, den Leviathan erschlagen und den verlorenen Schatz des Sandes gefunden. Alles in allem ein ziemlich anstrengender Tag. Skin-Anpassung. Bitte geh nicht. Ich fühle mich einsam. Hyperius, der Unbesiegbare, die Seraphim warten. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Ein Hyperion-Ingenieur ist in der Wüste größenwahnsinnig geworden. Vielleicht haben die Alien-Dinger auf diesem Planeten seinen Geist verwirrt. Keine Ahnung. Hier mein Plan. Du pumpst ihn mit Kugeln voll und er stirbt. Aber sei vorsichtig, er ist sehr stark. Du musst vielleicht ein paar Freunde mitnehmen zur Unterstützung. Nö, ich krieg das alleine hin, du. Okay, wir haben tatsächlich noch ein paar Quests. Cool. Der verlorene Schatz ist dein... Schon wieder? Captain Blade erbaute den Magnus-Leuchtturm wenige Jahre vor seinem Tod. Seine Notizen besagen, wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, zeigt er einem, wo der Schatz liegt. Andererseits stand in Blades Notizen auch, dass der Planet von vernunftbegabten Bratwürstchen regiert wird. Er war nicht mehr ganz dicht am Schluss. Was? Gleiche Scheiße nochmal? Ist das nun endlich im...
Du magst den Leviathan besiegt und den verlorenen Schatz des Sandes gefunden haben, aber lass dich nicht so von Unwichtigkeiten wie der Realität nicht davon abhalten, das Ganze nochmal zu machen. Ach, Loot Paradise, ich verstehe. Gut, die Quest lassen wir auf jeden Fall sein. Das kann ich dann später machen, wie ich Bock habe, immer wieder, wenn ich irgendwie looten will, aber so. Redefreiheit für die Sterblichen, okay. So kann man sich halt Waffen erfarmen, ne? Habe ich das eingelöst? Ja, jetzt bin ich ein Pirat. Ja, wird mal Zeit für was Neues. Ich meine, der Hase ist einfach cool. Da muss man schon sagen, der Hase ist cool. Ach, das ist das Wasser, was du versuchst zu beschützen, ja? Cool. Aber es wird Zeit für was Neues, ne? Es ärgert mich ein bisschen, dass ich jetzt die Quest im Inventar habe. Oh, naja. Einfach ignorieren. Dann ist gut. Aber ich finde es cool gemacht, dass man da halt immer wieder durchgehen kann, seine Waffen farmen kann. Das ist cool. Vor allem mit jedem Level kannst du das machen. Ich bleib mal drin. Wormwater. Hier muss der Kollege irgendwo sein, ne? Wenn er mir jetzt dennoch, ich wollte schon sagen, wenn der jetzt nochmal so einen Kommentar schreibt in der Werbung, ne? Ich geh gleich erstmal auf meinen Kanal und dann muss ich jemanden zur Sau machen. Ich hasse das. Leute, macht keine Werbung. Und ich wette, irgendein Vollidiot hat wieder Werbung unter dieses Video gemacht. Irgendwer ist so doof. Jetzt zieht sich ja das Video nicht rein, weißt du? Der will ja nur Werbung schreiben. Wie zum Beispiel, hey, ich verfolge deinen Kanal schon seit einem Monat. Ja, ich hab dir ein Abo da gelassen. Lass mir auch ein Abo da. Was? Im Ernst? Nein. Für wie dumm hält man mich eigentlich? Versuch Nummer 2. Okay, ich verstehe, da kann man nicht hoch. Ich war schon ziemlich weit. Hä? Wo bin ich denn das letzte Mal? Hier bin ich das letzte Mal reingekommen, ne? Mal sehen, ob du Wasser hast. Ja, komm, ich komme! Leck! Finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube, ich werde die Quest auf jeden Fall noch ein paar Mal machen. Vor allem, wenn ich Level 50 bin und wir den Obermonster fertig machen möchten. Dann erst recht. So, bloß die Quest ist immer noch aktiv. Nein. Wieso habe ich den DJ hier vorher nicht getötet? Habe ich das vergessen? Schade. Hätten wir mitmachen müssen, ne? Ja, wenn man sich das überlegt, wie lange das Ganze dauert, so eine Runde kann ruhig mal 10 bis 20 Minuten kann das dauern, bis man zum Schatz kommt, ne? Das heißt, man kann pro Stunde maximal dreimal, also 4 bis 3 Mal kriegt man das bestimmt hin. Ob sich das lohnt für diese paar Truhen, ich weiß ja nicht. So, ich muss mich jetzt erstmal erinnern, wie ich da wieder hochkomme. Kann ich einfach hier so machen? Nein. Nee, geht nicht. Ja, der Wahnsinn. Die ganzen Leute sind immer noch tot. Warte, sie sind immer noch tot? Dann ist es natürlich ein bisschen leichter, wenn sie immer noch tot sind, ne? Dann kannst du hier rumlaufen und dich in Kicks freuen. Ah, nein. Sind sie nicht. Das Schöne ist, die Truhen passen sich auch dem Level an. Hat man ja gesehen. Wenn du vor mir beim Schatz bist, was nicht der Fall sein wird, aber nur falls, hüte dich vor dem Leviathan. Er hat Roscoe gefressen, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Und laut Blades Notizen wird er die Schatzkammer bis aufs Blut beschützen. Ich bin gar nicht hinter dem Schatz her, Madame.
Mach dir da mal keine Sorgen. Kannst du ruhig haben. Ernsthaft? Bullshit. Da hinten lebt er, ja? Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Der Penner! Er hat den Schuss abgeblockt auf mich. Ja, du hast was Blaues verloren. Ah. Hab ich schon. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Kann ich, nee, einen Sprung schaffe ich nicht. Ah. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Ich weiß zwar nicht, wie ich dann da wieder wegkomme. Aber das ist nicht unser Problem, ne? W-A-R-G, hier DJ Tanner, der euch sagt, ihr seid alles gagleckende, racklutschende, arschkriecherische Sackgesichter. Und ihr könnt mir alle den Dödel lutschen. Hier wirst du keine Schatten. AMFM. Eisel. Ach, DJ Tanner, hi. Okay. Frage ist nur wie. Ich kletter so gerne. Der Wahnsinn. Rutsch. Ist nun ein besserer Ort. Hol dir deine Belohnung bei mir ab. Naja, der versucht mich das zu töten. Weil ich Zensur auch benötige. Gut, dann würde ich sagen, läuft ja, ne? Hat mir der Zeit hingehauen? Oh. Und wir werden morgen ins nächste DLC aufbrechen, Leute. Ich gehe das Ganze natürlich chronologisch vor. Das heißt, das, was zuerst rauskam, wird auch zuerst gespielt. Nein, nein, nein. Hast du nicht getan, oder? Okay. Ich dachte schon. Jetzt verfolgst du mich. Was machst du denn da? Jetzt hängen die ja schon zu zweit. Ach Gott. Oh Mann, was habe ich getan? Ich habe sie misshandelt. Theoretisch könnte man das ja schaffen. Zweimal durchzulaufen, ohne alle zu töten. Ich denke, beim ersten Mal sind sie noch nicht respawned, wenn man sich dann beeilt. Aber ich denke mal, wenn man so später Level 50 ist und die richtig geilen Waffen hat, vor allem aus der Goldkiste, dann geht das ratzfatz. Hyperius, der Unbesiegbare, ist auch hier. Cool. Als hätte sich alles in Luft aufgelöst. Stimmt, den habe ich vergessen. Zur Not machen wir heute ein bisschen länger und machen den Hyperius auch nochmal. Einfach, weil wir es können. Oder weil ich es kann. Und ihr könnt zugucken. Wie ich verkacke jedes Mal. Und irgendwo gegen komische Dinge springe. Auf Pandora mag es haufenweise Mord, Diebstahl und Kannibalismus geben, aber zumindest hast du dafür gesorgt, dass niemand schmutzige Ausdrücke benutzt. Dieser DJ war ein echtes Arschloch. Ja, cool.
Hyperius, der Unbesiegbare. Ich denke mal, es ist ein Roboter oder so, ne? Weiß nicht, wird sich zeigen. Aber wir haben sowieso die Korrosionsschaden, also pff. Der kann uns nichts, der Kollege. Wo genau müssen wir hin? Da beim Skin-Automaten, ne? Weißt du was, Leute? Nö. Mach ich nicht. Au. Kannst du mir gerne mein Leben zurückgeben? Ja, oder auch nicht. Ach komm, das ist jetzt nicht euer Ernst hier, ey. Was haben wir da? Jetzt hält ihn auf. Muss ich jetzt echt alle besiegen nochmal? Oh. Penner! Na gut, ich warte hier. Da kann mir nichts passieren. Aha! Kacklappen. Stirb! Bist du durch mit deinem Wedeln? Natürlich nicht. Oh. Ja. Einfach OP, Leute. Meine Fresse. So, ich habe zwar nicht mehr viel Munition, aber ist mir egal. Komm. Ich muss nur herausfinden, wie wir zu dem Penner kommen. Ich bin der wahnsinnig schlanke Beute. Schlanke Beute? Jetzt nennt sie sich schon selber schlank. So, wie kommen wir jetzt dahin? Durch diese Tür vielleicht? Au! Los! Irgendwann reicht's auch, ne? Irgendwann reicht's auch. War da gerade irgendwas hinter mir und hat mich geschlagen? Das finde ich nicht in Ordnung. Da kann ich nicht einfach langlaufen, oder? Doch! Tatsache. Nur wie kommen wir da hin? Also hier haben wir eine Tür. Was hat es mit dieser Tür auf sich? Aha! The Engineer's Ring. Ich bin gespannt, wie unbesiegbar er wirklich ist. Hallo? Okay. Rücke zum Kampf vor. Klinischer Schmerz. Erfolg stecken. Bitte warten. Erstmal die Schnecken. Es könnte ein längerer Kampf werden. Alter, sei bitte nicht so laut. Ziel angegriffen. Stimmt, kein Schaden. Ich verstehe nicht so ganz. So ein bisschen. Ist ein bisschen kacke, dass ich nicht mehr die Munition habe.
Ich glaube, das ist einfach nur so ein fetter Raid, weißt du? Aber alleine kann ich da nicht viel machen wegen Munition, aber wenn man wenig Munition hat. Entschuldige mich über einen kurzen Augenblick hier, das geht gar nicht. Ich mache ein bisschen leiser. So, ich habe mal leiser gemacht. Dann, wenn man lange keine Munition mehr hat, dann wird einem Munition gegeben. Gerade für solche langen Kämpfe. Aber gut, dass er mit meinem Handlanger beschäftigt ist. Ich habe auch einen Handlanger. Ich denke, ich muss zuerst die Handlanger besiegen. Und danach erst ihn. Könnte ein bisschen schwerer werden. Habe ich schon Munition bekommen? Ja. Ich nutze einfach alles, was ich habe. So, schön nah dran gehen. Shit. Ah, das ist die verfluchte Schrotflinte, ne? Aber ich kann mich mit ihr aufladen. Also theoretisch kann ich das alles ziemlich taktisch nutzen, was ich habe. So ein bisschen blöd, dass ich hier den verfluchten Schrotflinte habe. Aber die haut auch Damage rein ohne Ende, das ist das Gute daran. Aber ich muss halt aufpassen, dass mein Schild nicht unten ist. Und währenddessen ein bisschen Leben generieren. Das war einer. Immer fester Druck. Okay. Nicht schießen, sonst tot. Okay, der nächste Treffer zielt auf jemand anderen. Okay. Am besten auf den da. So, mein Freund. Du gegen mich. Oder auch nicht, er hat noch den einen, ne? Aber er verliert schon Leben. Okay. Sei beschäftigt mit meinem Typen. Nee, echt jetzt? Er ist schnell. Ich brauche meinen. Ich brauche schon meinen Typen dafür, um den Platz zu machen. Ja, wäre cool. Wäre definitiv cool. Ich krieg den alleine hin. Jetzt müsste ich aber langsam mal Munition bekommen. Ja, der wird zu viel Leben. Oh ja, das zeckt. Nein! Deswegen sollte ich Freunde mitbringen. Ja gut. Wenn wir jetzt weiterkämpfen können, kämpfen wir weiter. Wenn nicht, dann nicht. Na gut, Freunde. Wir haben den Gegner gesehen.
Wir kommen nochmal wieder, wir werden ihn eines Tages besiegen. Und falls ich mir Hilfe suchen muss, ich weiß ja, wen ich fragen muss. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten DLC. Die Rache wird kommen. Versprochen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.